In den letzten Monaten hatte die Stadt regelrecht Pech, wenn es galt, neue oder sanierte Spielplätze zu eröffnen, denn oftmals regnete es in Strömen. Die Gefahr bestand auch diesmal, aber Petrus hatte ein Einsehen. Und so konnte der neu gestaltete Spielplatz an der Annastraße bei halbwegs freundlichem Wetter den Stadtfelder Kindern übergeben werden. OB Lutz Trümper selbst eröffnete gemeinsam mit dem Beigeordneten für Finanzen und Vermögen Klaus Zimmermann und Simone Andruschek, der Leiterin des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg, den von Grund auf sanierten Spielplatz in der Annastraße. Hier in der Stadt, da gibt es sehr, sehr gute Wohnsituationen. Und von daher gehört ja auch ein Spielplatz her, den wir jetzt hier haben. Und der soll als Thema haben Verkehrserziehung. Wir haben gerade die Kleinen hier gesehen mit der Weste Verkehrswart, steht hinten drauf, die Verkehrswart übernimmt die Patenschaft, kriegt gleich die Urkunde dafür. Und dann habe ich in der Zeitung irgendwo gelesen, wir können hier auch üben als Stadt, wenn man Straßen baut und sperrt, mal zu überprüfen, ob man auch auf die andere Seite kommt dann hinterher. Und das kann man hier auch ausprobieren. Wenn ich da zumache und hier zumache, ist es schwierig, auf die andere Seite zu kommen. Also muss man sich immer gut überlegen, wann man was sperrt und wie das hinterher auch damit weiter funktionieren kann. Das sollen wir hier mit den kleinen Kindern üben, damit das irgendwann auch alle Erwachsenen verstehen und wissen, wie sie fahren müssen und wie sie sich dann im Straßenverkehr verhalten können. Das war ein Spaß, den können wir wieder streichen. Der kleine Seitenhieb auf Magdeburgs Baubeigeordneten müsste mal sein. Schönes Wetter. Aber ich glaube, man kann auch hier in dem Spielplatz sich aufhalten, wenn schon ein bisschen Schnee liegt. Kann man auch mal Schnee und Straßenreinigung üben, geht auch. Also man kann ja alles machen, was man im normalen Leben hinterher auch braucht. In diesem Sinne herzlichen Dank an die, es gebaut haben, die es Geld gegeben haben und die jetzt hinterher auch die Patenschaft übernehmen werden. An die Verkehrswacht, Herr Thiele, herzlichen Dank. Ich übergebe Ihnen hiermit die Patenschaftsurkunde und freue mich, dass Sie das machen und damit auch natürlich als Verkehrswacht einen Beitrag leisten zur Verkehrserziehung und auch dazu, dass ein Stück weit sozusagen mit den Kindern schon von klein auf bekannt wird, wie man sich im Straßenverkehr verhält. Die haben es eben schon gelernt. Bei Rot darf man nicht gehen, nur bei Grün. Wer bei Rot geht, wird verletzt oder ist gerade tot. Muss man aufpassen. Kann man sich gut merken. Also bei Rot auf keinen Fall über die Straße gehen. Das wissen auch die Kleinen schon im Kindergarten. Also herzlichen Dank und alles Gute für die, die auf dem Spielplatz jetzt sich bewegen wollen, spielen wollen. Und die Eltern, die zuschauen wollen, die Lehrer, die dabei sind, die Erzieherinnen, die alle dabei ein Stück weit auch Freude haben werden. Die Neugestaltung der Spiel- und Freizeitfläche kostete rund 200.000 Euro und wurde aus Mitteln des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg finanziert. Getreu dem Motto Straßenverkehr wurde der Spielplatz mit Spielgeräten in Form von Ampeln, Zapfsäulen, Autos und Verkehrsschildern ausgestattet. Auch eine angedeutete Polizeistation soll die großen und kleinen Spielplatznutzer dazu anregen, das Motto Straßenverkehr in die spielerische Erschließung der Fläche zu integrieren. Es entstanden insgesamt zwei Bereiche mit unterschiedlichen Spielangeboten für die Altersgruppen 2 bis 5 und 6 bis 12 Jahre. Bei der Sanierung des Spielplatzes hatten sich die Mitarbeiter des Eigenbetriebes wie üblich der Ideen und Wünsche von Kindern aus der Umgebung angenommen und sie hierzu im Vorfeld zu ihren Vorstellungen befragt. Dabei beteiligten sich mit immensem Elan Kinder aus der benachbarten Grundschule Annastraße sowie aus den Kitas Spielnest, Fridolin, Schroteblick und aus der evangelischen Kita Paulus. Auch die Wünsche des Seniorenbeirates der Ottostadt konnten in die Planung einbezogen werden. Das Spielplatzfest zur Eröffnung wurde von den bauausführenden Firmen Spielplatzgeräte Meier GmbH, GT Mut GmbH sowie der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt und der Polizei Sachsen-Anhalt unterstützt. Dieser Autofahrer hat allerdings offensichtlich das Anliegen Verkehrserziehung irgendwie falsch verstanden.